Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Elder Scrolls Online. Wir beschäftigen uns jetzt hier mit dem Gefallen für die Königin hier und sprechen mit Elvira. Die Quest wird uns nach Alinkre führen. Wir haben das zwar mit Galrissa schon mal gemacht, aber ich zeige es jetzt mit ihr nochmal komplett und insgesamt mit den Folgequests. Zur Information, ich habe gerade das hier aufnehmen wollen, Hallen der Qual, Level 30 hier, grün. Angeblich leicht zu schaffen, also betretet ihr Hallen der Qual und habt kläglich versagt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Hauptgeschichte, die haben auf dem Level, mit dem sie vorgesehen sind, habe ich bisher immer große Probleme gehabt. Das ist einfach, der Schwierigkeitsgrad ist irgendwie nicht korrekt angesetzt. Das ist einfach frustrierend. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht, würde mich interessieren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber bisher habe ich noch nie eine von diesen Hauptquests auf dem Level geschafft, auf dem sie eigentlich angegeben sind. In dem Fall Level 30. Völlig unmöglich. Also sowas von versagt, das macht dann aber auch keinen Spaß. Du kannst machen, was du willst. Ist nicht lösbar. So, dann. Erster Mal Elvira Derre. Hey ihr, hat Königin Maraya euch die Überfahrt nach Schildwacht gekauft? In Ordnung. Ich bin einfach froh, dass ihr nicht zu viel Gepäck dabei habt. Wir müssen in dieser kleinen Jolle hier zur Trunk hinausrudern. Wirklich glanzvoll, ja? Ich bin sicher, es wird ausreichen. Solange ihr nichts gegen das Rudern habt? Kapitän Mark hat mich die ganze Zeit auf dem Weg hierher rudern lassen. Solch ein Edelmann. Ja, ich würde von ihm kein Rudern erwarten. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Sagt einfach Bescheid und wir werden losfahren. Ich frage mir das nochmal, wie ist es euch ergangen? Nun, der Kapitän ist überzeugt, dass wir die Pechsträhne, die in Sturmhafen begann, immer noch nicht überwunden haben. Aber das ist alles Unsinn. Wir haben eine neue Mannschaft und ein neues Schiff, die Morgentrunk. Was will er noch? Das treibt mir das Reich des Vergessens aus. Er hat doch keine weiteren Schulden bei Sarashi angehäuft, oder? Ich weiß es nicht. Er kam zu einem ziemlich großen Münzhaufen, nicht lange nachdem wir euch in Wegestroh getroffen hatten. Hat damit Ladung aller Art gekauft, rechtmäßige Ladung. Dinge, die er in anderen Häfen verkaufen möchte. Aber bisher haben wir noch nichts verkauft. Ich bin bereit, nach Schildwacht abzubrechen. Dann sollten wir zum Vergessen hier verschwinden. Los, Kapitän, jetzt seid ihr dran mit Rudern. In Ordnung, ihr Tölpel. Zeit zum Ablegen. Gut, und dann geht's ab in die Wüste. Die Wüste haben wir ja schon ausführlich erkundet, vor allem nach Himmelsscherben gesucht. Und jetzt schauen wir uns diese Questreihe mal an. Wird wahrscheinlich, so wie ich das jetzt einschätze, wieder eine längere Questreihe. Mit einem Haufen Zombies. Jetzt müssen wir wohl erst wieder warten, bis die alle wieder erscheinen. Sprich... Nun, in Ordnung, wir sind hier. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das Boot verlassen werde. In der Tat, wir sollten sofort wieder in See stechen. Stimmt hier etwas nicht? Darauf könnt ihr euren Arsch verwetten. Der Bote von Königin Maraya sagte, sie hätte Gerüchte gehört. Und ich schätze, sie sind wohl wahr, oder so. Geht und sprecht mit Kapitän Mark. Er ist gerade erst ein Stück das Dock runterspaziert. Er sollte euch das lieber selbst erzählen. Tja, 51 verdienen. Ich habe vorhin fast 500 für Reparatur gebraucht, was ich mir halt an Reparaturkosten eingesammelt habe. Ganze Horden dieser verdammten Dinger. Mit der Hauptquest und jetzt... Warum dieser von allen Häfen in Tamriel? Ich bin über die ganze Iljak-Bucht gesegelt und ich brauche ein Glas Grog. Ich habe schon Getränke mit ein paar widerlichen Gestalten geteilt. Aber bei Zombies ziehe ich die Grenze. Ich glaube, ich werde mich erst einmal von den Docks fernhalten. Zombies an den Docks? Riecht ihr denn ihr aufgedunsenes, verrottetes Fleisch nicht? Geht nur den Damm dort hinunter. Dann werdet ihr sie schon sehen. Eine ganze verdammte Armee von ihnen. Die Frage ist nur, warum unternehmen die Wachen von Schildwacht nichts? Vielleicht sind sie alle tot? Na, ich habe ein paar der nichtsnutzigen Lumpen hier herumschleichen sehen. Hinter Kisten und so.
Irgendwer muss sich eine der Wachen schnappen und sie verdammt nochmal darüber ausquetschen, was im Namen des Vergessens hier eigentlich vor sich geht. Ist das was für euch? Sicher, ich werde versuchen herauszufinden, was hier vor sich geht. Bitte sehr. Verpasst den Wachen einen Tritt und sagt ihnen, sie sollen an die Arbeit gehen. Meine Waren müssen abgeladen werden. Wenn die Wachen nicht helfen können, sucht nach dem Dockmeister. Vielleicht hat er wenigstens ein halbes Gehirn. Außer die Zombies haben es gefressen. Schuldet die Strashi immer noch Geld? Als ob dieser Tag nicht auch so schon vollkommen fürs Vergessen wäre. Müsst ihr mich da auch noch an meine ganzen Schulden erinnern? Ja, ich stehe immer noch bei Strashi in der Kreide. Die Morgentrunk ist ein Schiff erster Güte. Es wird eine Weile dauern, bis sie abbezahlt ist. Was macht ihr denn, Schildwacht? Was denkt ihr, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreite? Ich kaufe dort und verkaufe hier. Das ist meine Arbeit. Selbstverständlich alles völlig rechtens. Ich habe eine Ladung Bauholz in Wegesruh eingesammelt. Damit lässt sich hier ein Haufen Gold verdienen. Bestimmt. Das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich ist die Ding gar nicht so blöd. Nee, Ramo, was zuckst denn du so komisch rum? Ein Schutzzauber gegen die... Die haben ganz schön Schiss. Dann wechseln wir mal auf Magie. Ich denke, ich muss ja eher Schaden austreiben. Beim Atem Tuvakas. Zu viele. Ich halte das nicht aus. Wer, wie, was, wo? Ach, da. So, jetzt gibt es erstmal einen verlorenen Zombie. Das mag ich so an Eiszaubern. Sind zwar recht gemütlich in... Tja, hat doch prima funktioniert. Aber ich sehe die Teile ordentlich aus. Wenn ich mal kurz zurückspulen, seht ihr, dass der meinen Lebensbutton mit einem Schlag ganz schön zugesetzt hat. Clanny? Clan 4, da ist er ja, meine Güte. Vielleicht solltet ihr auf euer Boot zurückkehren, Seefahrerin. Die Toten kriechen aus dem Meer und haben die Docks eingenommen. Man kann nichts dagegen machen. Wir müssen zu Tuwaka beten, dass sie verschwinden. Warum kämpft ihr nicht gegen die Zombies? Zombies? Was für ein kruder Ausdruck. Diese Ranetu sind die sterblichen Überreste von Seeleuten, die vor der Küste Schiffbruch erlitten. Wir hier in der Alik-Wüste achten unsere Toten. Selbst jene, die auf See starben, sind verehrte Ahnen. Wir kämpfen nicht gegen sie. Wir würden dafür verflucht werden. Wäre ich verflucht, wenn ich gegen sie kämpfe? Nein. Ihr seid eine Fremde. Dies sind nicht eure Ahnen. Und daher braucht ihr weder Schande noch Fluch zu fürchten, wenn ihr sie erschlagt. Doch allein die Tatsache, dass sich die Toten überhaupt erhoben haben, das ist schrecklich. Wir haben strenge Gesetze. So etwas sollte hier gar nicht vorkommen. Wie konnte das geschehen? Ich weiß es nicht. Ich fürchte, dass wir die Lage nur noch verschlimmert haben. Wir dachten, wir könnten sie im Zaum halten. Wir haben Barrikaden gebaut und versucht, sie wegzutreiben. Aber es hat nichts gebracht. Jetzt fürchte ich, dass wir in noch größerer Gefahr schweben. Wie kann ich euch helfen? Meine Kameraden von der Wache, Jasmine, Pirjean und Emudal, werden auch keine Ranetu schlagen. Ich fürchte um ihr Leben. Bitte findet sie und schickt sie fort von hier. Danach treffen wir uns im Lagerhaus. Der Dockmeister versteckt sich dort. Und vielleicht kennt er die Ursache für all das hier. Nun gut, ich werde den anderen Wachen helfen und euch dann im Lagerhaus treffen. Tja, da sagt mir auch ein bisschen was ein, nebenbei. Ich könnte nämlich wieder Wachgut brauchen und... Schleppen Haufen Zutaten mit unten herum. Kann
kann aber seltsamerweise nicht allzu viel draus machen. Kisten. Schenke müsste ich eigentlich genug haben. Was mir fehlt, sind Suppen, also Brühen und so Zeug. Zwiebeln. Ja, ich werde es jetzt nicht übertreiben. Trinkschlauch für. Genau, für Level 30, also Mitränke. Und gutes erstmal. Dann ein bisschen gefrorenen. Hoffentlich bekomme ich die Gelegenheit, den Zauber mal zu verbessern. Den Eisflächenzauber, der ist eigentlich sehr gut, aber ich würde es gerne sehen, wenn der die Gegner im Moment einfriert. Bitte! Nein! Geht weg! Sonst finden die mich! Ich will nicht sterben! Geht's euch gut? Nein! Keinem von uns! Die Ranetu werden uns alle töten! Das ist nicht gerecht. Ich bin viel zu jung zum Sterben. Ich möchte einfach nur fort. Weit, weit weg. Dann geht, der Weg ist frei. Gut, nächster. Dank Minimap brauche ich nicht dauernd zwischen der Karte und der Umgebung wechseln. Ich denke, du hast nichts dagegen in dem Sinne. Hallo, ich möchte gerne. Also, wieso habe ich denn jetzt auf Heiler umgestellt? Wie könnt ihr machen jetzt den Wechsel? Warum denn nicht? Spinn ich oder was? Meine Güte. Das soll einer verstehen. Gott, die teilen ja wirklich ordentlich aus. Ich sollte mal. Tja, die brauche ich schon, die beiden. Schön, dass ich die habe. Was? Bumm. Da war doch ein Warnton. Sehe ich gerade nicht. Zwischendurch mal wieder irgendwas einsammeln, wenn sich die Gelegenheit gibt. Ah, da ist er ja. Hallo. Na, was Gnade. Was habe ich nur getan? Ich wollte mich nur verteidigen. Und jetzt habe ich die größte Schande überhaupt begangen und Verdammnis über meine Familie gebracht. Was ist geschehen? Dieser Ranetu hatte mich erwischt. Er hat versucht, mich zu beißen. Er wollte mich fressen. Ich wollte ihn nur abwehren. Aber er hat gezuckt und sein Kopf ist gegen meine Klinge gestoßen. Es war nicht meine Schuld. Was soll ich jetzt nur machen? Also hat der Zombie mit seinem Kopf dein Schwert angegriffen. Das ist doch, dann ist er doch selber schuld und du kannst gar nichts dafür. Aber was ist damit, die Ranetu daran zu hindern, in die Stadt zu kommen? Was ist mit den anderen Wachen? Ich kann sie doch nicht einfach zurücklassen, oder? Heul nicht, ich mach das schon. Meine Güte, die... Schmalz, jawohl, das ist auch der Grund, da habe ich auch viel zu wenig Trinkschlauch. Bald habe ich genügend Wasser, dass ich wieder ein bisschen... brauen kann. Ich habe momentan Alchemie auf 44, glaube ich. Ja, genau.
Wie sieht's denn mit Malaste sprechen? Verstehen, der Tuten ist, glaube ich. Nee. Aus der Tiefen erhoben. Ja, irgendwie das. Da lang. Zwischendurch immer mal irgendwas sammeln, dann muss man so die Sammelsessions machen. Und dann. Immer so flüchten, dass man möglichst die geschworenen Kreaturen zwischen sich und den anderen hat. Solange das gelingt, ist eigentlich alles in Ordnung. Irgendwie. Ah, jetzt. Guck, da hinten, hinter der Kiste steckt sich wieder einer. Kuckuck, hab dich! Großer Ruptgar, schickt mir ein Zeichen, wenn das nicht euer Wille ist. Moment. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ich bin hier, um euch zu beißen. Nein. Für Ehre und Clan. Ich war schon immer fest im Glauben, aber ich hätte nie gedacht, ihr seid hier, um gegen die Ranetu zu kämpfen? Ruptgar sei gepriesen. Ich war schon dafür gewappnet, mich selbst zu entehren. Doch nun hat er euch geschickt. Dann kann ich gehen. Mögen die Götter mit euch sein, meine Freundin. Ist der Weg frei? Ja. Gut, trefft Wachmann Blablub. Mit dem Feuer werden wir uns bestimmt auch bald befassen müssen, so wie ich das Spiel kenne. Fleischfliegen, die kann man als Köder fangen zum Angeln. Jetzt muss ich euch schon wieder umhacken. Die Response-Zeit ist ja ziemlich. So, jetzt ist mein Mana alle, den Rest müsst ihr machen. Irgendwie bin ich gerade nicht dahin gelaufen, wo ich eigentlich hin wollte. Okay. Wieder Wasser für. Also wenn ihr hier in der eiligeren Wüste seid, nutzt jede Gelegenheit, Wasser zu sammeln, wenn ihr Alchemie habt, weil die Gelegenheiten hier in Eiligeren sind relativ selten. Es gibt eine Art Oase, das da ist, da findet man gut Wasser. Okay, jetzt werde ich kämpfen müssen. Gut, passt. Und fliehen wir den mal ein. Sehr gut. So mag ich das. Falsche Taste gedrückt. Okay, unser Antronach ist aufgeladen. Den werden wir auch gut einsetzen. Und noch einen Trinkschlauch. Muss ich mir merken, das war mir gar nicht bewusst, dass es hier am Hafen so viele Trinkschläuche gibt. Da findest du mehr Wasser als. Zeig's euch kurz auf der Karte. Hier habe ich, also hier in dem Bereich habe ich bisher mein Wasser gefarmt. Funktioniert auch, allerdings wissen das andere Spieler auch. Deswegen kann es passieren, dass ihr da nicht allzu viel Wasser findet. Aber wie man gerade sieht, gibt es ja am Hafen genügend Trinkschläuche. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier am Hafen meine Wasservorräte auffüllen. Jedenfalls, solange ich diese Art Wasser noch brauche.
Ach, da rein wäre ich fast vorbeigelaufen. Lagerhaus. So, jetzt wird es wieder einen Moment dauern, bis die sichtbar sind. In der Zeit kann ich genauso gut Truhen öffnen. Wenn das so weitergeht, ist mein Inventar bald voll. So 20 Sachen gehen noch. Ja, da hinten. Die verstecken sich hier alle. Endlich. Jemand, der keine Angst hat, die Drecksarbeit zu machen. Jemand, der meine Docks aufräumt. Ich habe euch vom Fenster beobachtet, bis ich diese Nekromanten unten hörte. Aber ich dachte, Maujat käme auch hierher. Habt ihr ihn gesehen? Wachmann, Maujat ist tot. Verdammt, der arme Bastard. Ich habe es ihnen gesagt. Ich habe den Wachen gesagt, dass sie sich wehren müssen. Es ist zwar schön und gut, abergläubisch zu sein, aber wenn die Ranetu die Stadt angreifen, dann muss man von seinem Aberglauben ablassen. Ihr teilt ihren Glauben nicht? Nein, wir sind hier nicht alle solche Frömmler. Trotzdem darf man die Traditionen nicht ganz missachten. Es sei denn, man lässt sich gern mit faulem Obst oder Schlimmerem bewerfen. Ja, jedenfalls bin ich froh, dass Tavas Winde euch hierher geführt haben. Jemand muss diese Ranetu von den verdammten Docks vertreiben. Das werde ich tun, wenn ich es kann. Kennt ihr einen Weg? Das tue ich. Ich habe die Nekromanten belauscht. Ihr Anführer ruft durch eine Art dunkles Ritual die Toten aus dem Meer. Wenn ihr das Ritual stören könntet, dann sollten die Toten, nun ja, tot umfallen oder zumindest damit aufhören, weiter aus dem Wasser hervorzukriechen. Wo führen Sie dieses Ritual durch? Das weiß ich nicht. Ich habe gehört, wie Sie das Lagerhaus am westlichen Ende der Docks erwähnt haben. Vielleicht findet das Ritual dort statt. Wo auch immer, ihr müsst es aufhalten. Dann erstattet Wachthauptmann Saphira Bericht. Möge Tava mit euch sein, meine Freundin. Mach ich. Kaffeebohnen. Das sind glaube ich immer Getränke, diese Trauben und traubenähnliche Sachen. Da draußen kämpft einer. Gut, dann findet ein Ritual. Das ist aber auf der Karte irgendwas, was man weiterhin. Ja, findet den Ritualplatz. Da hinten lang. Dann fass, Fifi. Versuch, Goldner verladen. Ich friere den mal ein und den Rest macht ihr, ja? Die Gefrierdauer zu erhöhen wäre auch nett. So, 2593 Gold. Ich brauche ungefähr 2900, damit ich keinen Verlust gemacht habe. Mit der Hauptquest und den Rückquest. Rang 39 bei dänischer Beschwörung erreicht. Würde mich mal interessieren, ob uns das irgendwie weiterhilft. Gebundene Rüstung erhöht den aktiven Zustand eurer Rüstung, verringert aber, ja, damit mit magischer Verlust könnte ich leben. Ist sicher ein sinnvoller Skill. Das gibt es bei 42, da bin ich nicht mehr weit davon weg. Beschworener Schutz. Ihr erschafft für euch und eure beschworenen Kreaturen einen Schadensschutz in Höhe von 335. Hey, das ist cool. Und den kann ich bald nehmen, sollte ich auch.
Dann fassen wir ihn. Ab und zu mal nachlegen. Dann kommt mir der gar nicht in die Quere. So sind sie angenehm. Wiesenschaumkraut. Also die Kräuter, das habe ich zwar irgendwo schon mal gelesen, aber ich kann es jetzt auch bestätigen. Nachdem ich einige Zonen durchgespielt habe, die sind offenbar gleichmäßig über die ganze Region verteilt, über ganz Tamriel. Da ist es anders als bei Holz und mal kurz ein bisschen helfen. Ich mag Eiszauber einfach, die sind einfach so genial. So, dann gehen wir mal darüber. So, bis zu dieser Quest sind wir gekommen mit Calus, ja. Und ab jetzt betreten wir ein neues Questgebiet. Du mich auch. Hallo? Cool, Ranetu durchsuchen. Also Loot gibt's hier wirklich satt, da kann man echt nicht meckern. Irgendwann müsste ich ja einen Punkt erreicht haben, wo ich den Loot nicht mehr zum Handwerkleveln brauche, sondern wo ich den echt verkaufen kann. Und dann glaube ich, habe ich auch keine Goldprobleme mehr. Immer schön verlangsamen. Soweit ich weiß, verlangsamt der ja auch, ne? Die Feinde uns um 60% verlangsamt, genau. Cool. Dann gucken wir mal da rein, westliches Lagerhaus. Okay. Das ist 394 Leben. Sollte nicht allzu schwierig sein. Dann machen wir euren Job. War's das schon? Das war ja einfach. Gleich bimmelt der Wecker. Wir machen aber diese Quest mit dem Ritualplatz auf jeden Fall noch, damit das in einem Video drin ist. Schmalz, lecker. Aber, ach, da. Über das Herbeirufen der Ertrunkenen. Mein Vater hat diesen Zauber erstmals verwendet, um vor 20 Jahren die Toten aus dem Meer zu rufen. Heute wirken wir ihn erneut, um ihn zu ehren. Westlich der Docks liegen einige Wracks, entlang der Küste führt das Ritual dort durch. Dann beginnt unser glorreicher Aufstieg. Waffa. Ja, eigentlich ein guter Punkt, mal kurz einen Schnitt zu machen. Das mache ich auch.